Hey Leute, was geht? The Tyson Fitness hier und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Und ihr seht es im Titel, Athletic Statics, ich denke mal 001 oder so, neue Videoreihe, was los? Ihr habt richtig gesehen, wir haben uns heute hier versammelt, um die Athletic Statics meiner Wenigkeit so ein bisschen zu überprüfen, denn wie ich ja im letzten Video angekündigt habe, soll es jetzt optikmäßig mal so ein bisschen vorangehen. Ich habe das Kraftzeug so ein bisschen rausgenommen, kopfmäßig, und jetzt muss ich mir den Druck irgendwie anders machen und deswegen lege ich jetzt offen, was im Moment Stand der Dinge ist. Eigentlich war es so geplant, dass ich gerade auf diesem PC mir das Footage mit euch reinziehe und so ein bisschen kommentiere. Allerdings habe ich die Karte zu Hause gelassen, deswegen bekommt ihr das Footage jetzt gleich einfach raw. Und ich habe ja noch so ein bisschen im Kopf, was Sache ist. Deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, Gewicht und alles blende ich euch ein. Ihr seht mich von so ein paar Posen. Wichtig zu bemerken ist, ich habe kein Posing-Routine, ich habe kein Posing-Training. Das ist das erste Mal Posing seit weiß ich nicht wann. Darum geht es auch gar nicht, geht einfach nur um den Progress. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Ich habe einiges an Fat-Gains gemacht seit dem letzten Sommer. Ungewollt, aber ja, meine Freunde, let's get it. Und viel Spaß mit dem Posing-Footage. Ja, meine Freunde, das ist im Moment der Stand der Dinge. Ich weiß nicht genau, wie viel Kilos sind. Ich glaube, es waren so um die 86, 85. Ich habe es auf jeden Fall eingeblendet. Legs sind immer noch im Start. Beine sind immer noch das stärkste Glied. Deswegen ist mein Fokus halt im Moment auch Push-Pull. Oberkörper muss auf jeden Fall bearbeitet werden. Nicht nur die Ärmchen, die ja sowieso nie wirklich trainiert wurden, Bizeps, Trizeps, sondern tatsächlich auch die Chest, die einfach flach as a motherfucker ist, aber weil halt wegen Schulterverletzung nicht viel gedrückt, aber im Moment läuft wieder super. Ja. Rücken war schon immer relativ gut, aber da kann immer noch mehr Masse drauf, dass ich einfach dieses Verhältnis von Schulter
Taille zu Oberschenkel noch mehr wie so ein X dann irgendwann sich herauskristallisiert. Das wäre auf jeden Fall mein Ziel, weil meine Genetik ist gar nicht mal so schlecht für dieses geile Classic-Dings-Verhältnis, wenn ich nicht so Arme wie so ein T-Rex hätte. Aber daran kann man ja arbeiten, das habe ich ja nie getan. Also an sich bin ich so ganz zufrieden mit dem KFA und alles. Hätte schöner aussehen können, weil ich einfach eine Zeit lang jetzt hier vor Weihnachtszeiten so nicht wirklich drauf geachtet habe und so. Aber das ändern wir jetzt. Ich gebe euch so ein bisschen die Planung, wo wir jetzt hinwollen. Ja, also ihr habt jetzt die Basis gesehen, wo wir starten, anfangen. Vom KFA her, ihr seht das in meinem Gesicht, ich bin da immer relativ anfällig, deswegen will ich nicht zu hoch gehen. Ich finde, ich bin schon relativ hoch in diesem Video im Vergleich zu vorher. Fibo steht ja auch an. Das heißt, da ich mich sehr wenig bewege, bleibe ich erstmal bei 2700 Kalorien. Wer die Makroverteilung unbedingt wissen will, das werden so circa 1,5 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht sein. So 60 Gramm Fats, 60, 70 Gramm Fats und der Rest Carbs. Ganz easy, ja. Um den Dreh, Pi mal Daumen, ich bin da jetzt nicht so Wettkampf-Diät-mäßig und track das as a motherfucker, weil zum Beispiel heute habe ich auch gar nicht getrackt, aber so um den Dreh möchte ich mich bewegen, wenn ich tracke. Und jetzt heißt es einfach, Arbeit reinstecken, Push-Pull, Oberkörper auf ein vernünftiges Volumen bringen. Und wir werden mal sehen, was bis zur FIBO geht und wir werden diese Posing-Reihe natürlich nach der FIBO auch noch weiter verfolgen, dann im Aufbau, im Shred, sodass ihr quasi immer sehen könnt, ihr habt die Trainingsvideos, wie trainiert der Vollidiot und wie entwickelt sich der Vollidiot. Ich denke, das wird ganz interessant. Wenn ihr das ähnlich seht, also das quasi so mit der Oberkörper, ist klar, Defizit, what the fuck, natürlich. Und Waden werde ich definitiv nicht trainieren, auch wenn die so sind, ja. Waden werden hier nicht trainiert, weil der Vorteil an kleinen Waden ist, der Oberschenkel sieht dicker aus, meine Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß nicht, ihr habt einen halbnackten Mann gesehen, aber vielleicht hat es euch geholfen, euch besser einzuschätzen. Keine Ahnung. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace.